Hi ihr Team, was geht ab? Team Family was hier am Start und ich habe mir jetzt mal den Imran geschnappt. Der hat heute die Hanse Challenge in Lübeck gewonnen. Erster Platz mit seinem puren Zodiac. Hallo Imran, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut auf jeden Fall. Ich bin mit der Erwartung eigentlich reingegangen, dass ich heute gut abschneiden werde und hat ja geklappt. Wieso pures Zodiac und kein True Draco? Zum einen hatte ich gerade keine Diagrams, weil die gerade im Versand noch sind. Und zum anderen ist das Deck halt konstant bis zum geht nicht mehr, wenn du die Black Sheep Combo nicht spielst. Ist halt rein theoretisch nur den Taketombok als richtigen Brick. Okay, alles klar, sehr nett. Ja, auf jeden Fall halt zwei Terror Tops und Taketombok. Standard, denke ich mal. Ist zu gut, um sie nicht zu spielen. Dann an den Zodiacs habe ich drei Whiptails gespielt. Zweimal die Rasseklinge. Zweimal Radpier und dann den Ramram. Das war eigentlich so ziemlich der beste Zodiac, weil der dir richtig viele Plays ermöglicht und dich auch defensiv spielen lässt. Dann habe ich an Handraps halt drei Ogre gespielt. Dann nur zwei Ghost Ash, weil ich vergessen habe, mir gestern die dritte zu leihen. Dann ein Maxi noch, eine Krähe. Dann dachte ich mir so, ja, als Random Out kannst du einfach mal einen Kaiju reinschmeißen. Kann der? Gegen Masterpiece. Kann gut. Kam auf Masterpiece einmal. Dann an Spells halt drei Tanky, drei Barrage. Dann drei Cyclone, weil die ziemlich gut sind gegen True Draco. Halt die ganzen Spell Traps davon banishen. Dann ein My Buddy has a Shield, weil Dave mir auf der Fahrt vorhin gesagt hat, wie viel hast du bei? Test mal. Hab ich gesagt, eins, dann deswegen spiele ich jetzt das eine. Dann halt noch ein Raigeki und eine Instant Fusion, aber die kam heute eigentlich ziemlich schlecht, also ich werde sie wahrscheinlich komplett denoden. Dann an Traps halt eine Zodiac-Kombo, dann ein Unending Nightmare. Das war heute so ziemlich die beste Karte. Mir so viele Spiele gewonnen. Dann natürlich OP Floodgate. Dann noch Warning. TT. Habe ich noch Makrokosmos gespielt gegen True Draco. Alles deren Plays auch gut einstellt und hat noch drei Strikes. Extra Deck habe ich halt eine Walker gespielt. Dann im Zodiac halt ganz normal ein Hammerkong, ein Eberbogen. Dann zweimal den Bullen, zweimal den Tiger, zweimal die Jackanine, die neue. Und zweimal den Drachzack natürlich. Ansonsten habe ich noch gespielt zwei Emeralds. Dann halt noch den Known, den ich eigentlich jedes Spiel rausgesidet habe. Und noch einen Dweller. Side Deck habe ich halt dreimal viel gespielt gegen True Draco. Die kam an für sich ganz okay. Was kann die genau? Ich sage halt, solange sie aktiv ist, können keine Spielfeldzauberkarten aktiviert werden. Und okay. Solange die aktiv ist, können keine Spielfeldzauberkarten aktiviert werden. Und wenn sie zerstört wird, können bis zum Ende des Spielzuges auch keine Spielfeldzauberkarten aktiviert werden. Das blockiert halt True Draco, weil die mit ihrer wichtigsten Karte, dem Diagram, nicht suchen können. Dann habe ich halt ein Slumber und ein Darko gespielt, weil Slumber halt durch Ash Gear werten kann und durch Warning und so weiter. Deswegen wollte ich halt flexibel beides einmal haben. Das Darko kam heute öfter gut als der Slumber. Dann dazu nochmal drei weitere Kaijus. Ich werde wahrscheinlich einen davon noch kicken, also weil ich ja einen Main habe. Waren irgendwie nicht so benötigt. Dann habe ich noch einen Tornado-Drachen gesidet, weil ich keinen Platz im Extra hatte für den. Zwei Denkos, falls du gegen Burner oder was weiß ich, Palio spielst. Zwei Retaliating Sea, falls irgendwie noch Metal vor rumläuft oder gegen Zodiac mit Cheap-Kombo. Habe ich heute auch kein einziges Mal gesidet. Und dann noch eine zweite Krähe. Und ein Horn des Himmels gegen Zodiac und True Draco. Ja, sieht sehr interessant aus deinem Bild. Etwas außergewöhnlich, also krass. Vielen Dank für das Deck-Profile. Möchtest du noch irgendwas sagen oder jemanden grüßen? Auf jeden Fall. Also ich würde gerne mein Team Ordinary Review grüßen. Und des Weiteren würde ich gerne das BB-Land Berlin grüßen. Ja. Alles klar. Glückwunsch nochmal zum Sieg und bis zum nächsten Mal. Danke.